Ein Tag wie jeder andere. Man steht auf, frühstückt und ist mit seinen Gedanken vielleicht schon bei der Arbeit. Gewohnheit, Alltag eben. Man fühlt sich mit seinen alltäglichen Sorgen sicher und geborgen. Ein Unfall, eine Krankheit und plötzlich ist alles ganz anders. Was früher wichtig war, rückt in den Hintergrund. Viele Fragen tauchen auf. Wo werde ich untergebracht? Was wird mit mir gemacht? Und werde ich Schmerzen haben? Gut zu wissen, dass hier im Klinikum stets für einen reibungslosen Ablauf gesorgt ist. Routiniert, professionell, fürsorglich und verständnisvoll. Das Klinikum Saarbrücken deckt mit seinen Kliniken und Behandlungszentren ein breites medizinisches Leistungsspektrum ab. Zusätzliche Serviceleistungen und Angebote machen es zum führenden Gesundheitszentrum im Ballungsraum des Saarlandes. 1968 wurde das Klinikum auf dem Winterberg bezogen. Das Vorgängerkrankenhaus stand auf dem Rettersberg. Unser Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg ist wichtig für die Gesundheitsversorgung und die Notfallversorgung im Saarland und darüber hinaus. Und außerdem ist das Klinikum Saarbrücken ein wichtiger Arbeitgeber für die gesamte Region. Stets achten wir auf eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Klinikums. So wurden in den vergangenen Jahren der OP, die Kreissäle und die Kinderintensivstation, die zentrale Notaufnahme und das Untersuchungs- und Behandlungszentrum neu gebaut. Und auch die internistischen und die chirurgischen Intensivstationen bekamen neue, moderne Räume. Wichtige Ansprechpartner auf den Stationen sind die Pflegekräfte. Ihrem medizinischen und pflegerischen Fachwissen kann man vertrauen. Sie sorgen rund um die Uhr für einen geregelten Tagesablauf und dass es einem gut geht. Wie sind die Werte? Wunderbar. Einwandfrei. Super Fachpersonal. Jedem Menschen mit Würde, Respekt und Professionalität zu begegnen, gehört zum wichtigsten Grundsatz des Pflegeleitbildes. Die Arbeit im Team, abwechslungsreiche Aufgaben und der verantwortungsvolle Umgang mit den Patienten machen diese Arbeit so interessant. Ein umfassendes Konzept zur Fort- und Weiterbildung garantiert Pflege auf aktuellem fachlichen Niveau. Auch wenn höchste Ansprüche bestehen, wie hier auf der Intensivstation, ist unser Pflegepersonal fachlich bestens ausgebildet. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, bildet das Klinikum für sich und andere Häuser in der Schule für Gesundheitsfachberufe Pflegekräfte und operationstechnische Assistenten aus. Sie hat 200 Ausbildungsplätze. Was macht eine gute medizinische Betreuung aus? Kompetenz, sichere Diagnosen und ein optimales individuelles Behandlungskonzept. Und natürlich vor allem, dass sie schnell wieder gesund werden. Das Klinikum Saarbrücken wurde bereits 2009 komplett nach der DIN-Norm zertifiziert. Zusätzlich sind viele Fachabteilungen nach den Kriterien ihrer Fachgesellschaften zertifiziert. Unsere Patienten erwartet ein hoher Standard, eine geprüfte Qualität. Der Vorteil eines großen Hauses ist die große Bandbreite an Fachabteilungen. Viel Erfahrung kommt da zusammen. Und die Wege von der Untersuchung bis zur Diagnostik und von dort zur Behandlung sind kurz. Hier ist alles unter einem Dach. Bei vielen Erkrankungen ist ein Blick über den Tellerrand des eigenen Fachwissens zum Vorteil des Patienten. In unseren Zentren arbeiten Ärzte unterschiedlicher medizinischer Fachabteilungen eng zusammen. Sie sorgen für eine umfassende und individuelle Behandlung. So werden Schwangere von Anfang an im Perinatalzentrum fachübergreifend von Frauen- und Kinderärzten betreut. Das gibt Sicherheit für Mutter und Kind. Treten bei einer Geburt Komplikationen auf, stehen alle notwendigen Hilfsmaßnahmen direkt zur Verfügung. Denn der Kreissaal liegt Tür an Tür zur Kinderintensivstation. Geht alles klar, bleibt die Tür zu. Wenn nicht, ist die Hilfe der Kinderärzte nah. Im Klinikum Saarbrücken kommen jährlich rund 1000 Babys zur Welt. Für Frauen mit Risikoschwangerschaften ist die Geburtenabteilung des Klinikums Saarbrücken die Adresse Nummer 1. Unser Perinatalzentrum hat die höchste neonatologische Versorgungsstufe, Level 1.
Frühgeborene und kranke Neugeborene werden bei uns pflegerisch und medizinisch kompetent und liebevoll betreut. Vor allem für Kinder ist ein Krankenhausaufenthalt oft sehr belastend. Deshalb gibt es im Klinikum Saarbrücken zwei Mitarbeiter, die ausschließlich für den Spaß zuständig sind. Denn Lachen macht ja bekanntlich gesund. Mal schauen, wo die zwei sind. Hallo! Hallo! Hallo. Hey, zum Musik! Die zentrale Notaufnahme ist die Anlaufstelle für Notfälle aller Art. Nicht nur für Verletzte, auch für Patienten mit inneren Krankheiten. Von der Grippe über den Schlaganfall bis hin zum Herzinfarkt. Gerade bei lebensbedrohenden Mehrfachverletzungen ist das reibungslose Zusammenspiel von Rettungskräften, Notärzten, Unfallchirurgen, Notaufnahme und weiteren spezialisierten Krankenhausabteilungen immens wichtig. Das Klinikum Saarbrücken erfüllt als überregionales Traumazentrum alle Voraussetzungen, um Unfallpatienten optimal zu versorgen. Rauchen, Stress und ungesunde Ernährung sind nur einige Faktoren für die stetige Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier im Klinikum Saarbrücken steht die gesamte Palette diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Verfügung. Im zertifizierten Herzinfarktzentrum wird der Ursache von unklaren Brustschmerzen schnell auf den Grund gegangen. EKG, Herz-CT und Herzkatheter garantieren eine zügige Abklärung und Behandlung. Denn beim Herzinfarkt zählt jede Minute. Patientensicherheit wird bei uns großgeschrieben, besonders im OP. Jeder Patient bekommt ein Armband, um Verwechslungen und falsche Medikation auszuschließen. Ob beim Beinbruch oder beim Gefäßverschluss. Ein zentrales Standbein der Diagnostik ist die Radiologie. Sie liefert mit Hilfe von Röntgen und Ultraschall detaillierte Einblicke ins Körperinnere. In der Radiologie werden heute auch Eingriffe vorgenommen. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Neuroradiologie. Gefäßanomalien werden nicht nur mit Hilfe bildgebender Verfahren diagnostiziert, sondern auch sofort behandelt. Gefäßverschlüsse werden aufgelöst, brüchige Gefäßwände gestützt. Radiologen, Gefäßchirurgen, Neurochirurgen und Neurologen betreuen die Gefäßpatienten im Klinikum Saarbrücken gemeinsam. Unsere Neurologie hat eine zertifizierte überregionale Einheit zur Behandlung von Schlaganfallpatienten. Die Anästhesiologie im Klinikum Saarbrücken ist für die Narkosen zuständig und das sind 13.000 bis 14.000 pro Jahr. Unsere erfahrenen Anästhesisten besprechen mit jedem Patienten vor dem Eingriff seine Narkose. Individuell abgestimmte Narkosekonzepte sorgen für einen schmerzfreien und sicheren Eingriff. Ins Untersuchungs- und Behandlungszentrum kommen Patienten vieler Abteilungen zu Vor- und Nachuntersuchungen. Orthopäden, Unfallchirurgen, allgemein Kinder- und Gefäßchirurgen, Neurochirurgen und die Augenklinik unter einem Dach sorgen für kurze Wege für die Patienten. Auch das Service- und Informationsangebot für unsere Patienten kann sich sehen lassen. Ob Vorträge, Tag der offenen Tür, Geburtsvorbereitungskurse oder Patientenseminare. Der beste Patient ist der informierte Patient. Krank sein geht oft mit einer großen Verunsicherung einher. Erfahrene Seelsorger bieten sich als Gesprächspartner an und helfen ihnen dabei, Ängste und Sorgen zu bewältigen. Was immer sie bewegt, die Seelsorger besuchen sie gerne. Täglich finden Gottesdienste statt. Und auch die grünen Damen und Herren von der Ökumenischen Krankenhaushilfe haben ein offenes Ohr für sie. Keiner geht gerne ins Krankenhaus. Wenn es aber doch einmal sein muss, können Sie sicher sein, dass im Klinikum Saarbrücken alles dafür getan wird, dass Sie sich in guten Händen fühlen. Nutzen Sie die ungewollte Auszeit vom Alltag, um wieder zu Kräften zu kommen.